So, schönen guten Tag, schönen guten Morgen und hallo liebe Leute bei einer neuen Folge Wizard 101. Es ist wieder früher Morgen. Ich habe am Abend mein Upload gestartet der Videos. Im Moment lädt Folge 641 im Hintergrund hoch. Das heißt, ich spiele gerade das erste Mal, während gleichzeitig ja im Hintergrund das Internet anderweitig benutzt wird. Und bei meiner Holzleitung hier kann ich mir gut vorstellen, dass es hier gleich zu irgendwelchen Fehlerchen kommt. Ich hoffe, es passiert nicht, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Ich hoffe echt, dass es nicht passiert. So, was müssen wir machen? Erstmal sprechen wir mit Coco Rauchzeichen. Ne, wir wollen ja hier weiterkommen, Freunde. Dauert schon mal lang jetzt hier das Laden, ne? Scheiße. Ach, geht. Das lässt sich noch ertragen, oder? So, wie sieht's aus bei mir? Ich bin voll aufgeladen. Achso, Leute, ich möchte mal bitte gerade ganz schnell... Gebt mir mal alle, die ihr diese Folge guckt, einen Daumen nach oben. Diese Folge hat über 420 Aufrufe nach ein paar Tagen. Das ist so der Durchschnittswert. Gebt mir mal wirklich allen Daumen nach oben, nicht weil ich es so geil finde, sondern ich möchte mal wirklich was gucken, was testen. Ich möchte sehen, wie sich das auswirkt, wenn hier wirklich alle Leute, möglichst alle, mir einen Daumen nach oben geben. Wird das Video besser gelistet? Bekomme ich insgesamt dann mehr Aufrufe? Ja oder nein? Ich denke nämlich darüber nach, in Zukunft tatsächlich die Daumen nach oben Funktion oder die Daumenfunktion komplett abzuschalten. So dass man nur noch Kommentare geben kann, weil ich finde die Daumenfunktion einfach scheiße. Ist einfach so. Nun ja. Ich möchte das mal gern wissen. Ob sich das irgendwie auswirkt. So, ihr habt gerade schon gesehen, ich habe das eingesammelt. Und der Sound hängt ein bisschen hinterher. Etc. Naja. Wir probieren trotzdem hier unser Glück. Denn wir wollen ja mal weiterkommen. Wobei ich sagen muss, ich bin die letzten Folgen schon ganz gut weitergekommen. Ich finde, es sollte eine Abkürzung geben zwischen... Baobab-Kreuzung, also da, wo man startet. Und hier in diesem ganzen Gebiet, Konga-Dschungel und so. Da muss man total weit gehen, bis man erstmal da ist. Und wie geht's euch sonst so? Was macht ihr den Sommer über? Habt ihr Urlaub? Ja, habt ihr Ferien? Natürlich habt ihr Ferien. Ja, die meisten von euch werden Ferien haben. Ich habe jetzt gerade aktuell auch Urlaub und das ist cool. Urlaub ist immer cool, oder? Hauptsache man muss nicht mal lochen gehen oder in die Penne. Das ist auch alles lästig, oder? Diese ganzen Verpflichtungen, die man immer hat. Könnte man auch immer so zu Hause bleiben einfach, ne? Abgammeln, so ein bisschen abharzen. Ja, ist doch wahr, oder? Aber es geht nicht. So funktioniert das alles nicht. Hm? Boah, also die kleinen, etwas verlängerten Ladezeiten zwischen den 10 hier, die nehme ich in Kauf. Die kann ich in Kauf nehmen. Da gibt es aber Schlimmeres. Dafür, dass im Hintergrund die Videos laden, das finde ich schon erstaunlich. Alter Schwede, ey. Habe ich gestern geguckt, dieses Video, wo ich die Grimassen gemacht habe, ne? 15 Daumen nach unten. Ey, wie viel Humorlose befinden sich eigentlich hier unter den Zuschauern, frage ich mich. Ernsthaft. Da denkt man sich was aus, ne? So nach dem Motto, scheiße, hab's heute nicht geschafft, eine Folge rauszuhauen. Komm, mach ich ein bisschen Quatsch. Zack, gibt's Daumen nach unten. Aber es gibt so viel Undankbarkeit. Das nervt mich total, muss ich schon sagen. Und das lädt jetzt hier doch ein bisschen länger, als ich jetzt gedacht habe. Naja. Dieses Gebiet ist derzeit geschlossen. Das hatte ich ja noch nie.
Was ist das denn für ein Quark? Hä? Hallo? Was soll der Quatsch? Probiere ich doch direkt nochmal. Dieses Gebiet ist derzeit geschlossen. Was soll der Mist? Ich muss doch weiterkommen. Ja. Okay. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde, auf jeden Fall. Flupp, sind wir im Konga-Dschungel. Weiß nicht, was der Quatsch jetzt sollte. Guck mal hier. Das ist doch ein Teleportstein, ne? Oder nicht? Wird gerade nichts angezeigt. Ja, Leute, so gut läuft es doch nicht hier mit dem Internet. Scheiße, oder? Na gut. Zur Not muss ich das gleich ausmachen hier. Und irgendwas offline spielen. Wie zum Beispiel auf Orcs and Men. Was hier eh kein Mensch anguckt hier. Sonnenmagie? Ja, ich kenne mich mit dieser vergessenen Kunst ein wenig aus. Zu jener Zeit, als Baobab noch jung war, nahm die Sonnenmagie einen besonderen Platz in unserer Kultur ein. Als jedoch die Diener Morgantes mit den Schatten zurück in unsere Welt krochen, zerstörten und begruben sie nach und nach alle Spuren dieser Magie. Eines der alten Artefakte aber hat bis heute überdauert. Ein Sonnenobelisk. Leider wurde er von Schwarzzahnkultisten beschädigt. Sie haben mehrere Stücke aus ihm herausgebrochen. Wenn du sie mir zurückbringst, können wir den Obelisken reparieren. Aha. Ja, da war ich doch gerade, ne? Ich dachte, das wäre so ein Teleportstein. Ja, na gut. Schwarzzahnkultisten besiegen. Juhu. Danke. Wieder mal sehr, So. Hier ist der Elefantenkahn. Amra Schwarzmähne muss ich immer noch besiegen. Bolo Riesenfaust. Den kann ich eigentlich noch mal aufsuchen. Soll ich das mal eingehen, das Risiko? Das Risiko dahingehend. Ach guck mal, Pascal ist online. Was ist das denn? Stufe 100. Was sag ich jetzt? Das Risiko, dass mir die Internetverbindung weggeht, ne? Da bin ich auch schon. Gut, Bosskartenspiel. War das ein Feuergegner? Ich weiß es gerade gar nicht. Ups. Guck mal doch mal gerade. Guck mal, da wurde gerade immer noch das Buch über meinem Kopf angezeigt. Ja, beim letzten Mal bin ich einfach mit total schlechten Voraussetzungen in diesen Kampf gegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich auch... Hatte ich irgendwas zum Heilen im Deck? So, kurze Frage. Nee. Nee. War kein Feuergegner. Na gut, das ist ja schon mal... ein Vorteil. Guck mal. Hier, Internet, ne? Scheiße. So kann ich da nicht kämpfen, oder? So, ich nehme mal noch ein Satyr mit hinein. Zwei Fäuste, zweimal Ifrit. Zweimal das. Einmal Meteor, genau. Gut, probieren wir es nochmal, oder? Vielleicht klappt es vielleicht auch nicht. Oh, scheiße, ey. Ich sehe schwarz bei meinem Internet. Nachher bricht mir hier dieser Kampf ab. Den Kampf werden wir übrigens so erst in der nächsten Folge beenden. Ja, hier, Problem ist der mit den 3050, der echt nicht wenig hat, ne? Aber das müsste ich eigentlich trotzdem irgendwie hinbekommen. So. Wir werden als erstes gleich mal hier den Feuerregen machen. So oder so.
Wenn die Jungs mich lassen, ich bin schon wieder nicht als erstes am Zug. Schade. Okay. Was haben wir denn alles hier im Angebot? Nicht besonders viel, ne? Ich würde das gerne schon alles irgendwie behalten. Ich finde das so kacke, dass man die Sachen wegklicken kann. Und dann sind die aber auch weg für diesen Kampf, ne? Ich finde, da sollte Wizard 101 grundsätzlich... Yo, kritisch greift er mich an. Und noch nicht mal kritisch geblockt. 1200. So ein Sackgesicht, ne? Ist ja nicht zu glauben. Und noch die alte wieder. Jo, ne? Fängt gut an, Freunde. Aber wisst ihr was? Das Spiel mache ich nicht mit. Zack, zack. Nein, ich Volltrottel. Ich wollte das doch hier auf dem Feuerregen machen. Wir kaufen uns jetzt jemanden. Söldner des Lebens, ein Affen. Dafür sind die Kronen da. Komm, schnell! Schnell, schnell, schnell! Na? Das mache ich gar nicht mit. Ich habe keinen Bock drauf. Habe ich noch ein paar Krönchen im Gepäck? Ermächtigung? Was war das denn jetzt? So, da kann mich dieser andere Affe mal ein bisschen heilen. Was? Das war aber wenig, Freund. Na, dafür gibt es eine Geisterrüstung. Auch nicht schlecht. So, und genauso werden wir den Amra Schwarzmänner auch besiegen. Guck dir das an hier. Gut, dann können wir einen Satyr mal wegmachen. Wir passen den Ball. Und ich hoffe, dass jetzt in der nächsten Runde noch eine Faust kommt. Trotz Geisterrüstung. Seht ihr mal, wie viel ihm abgezogen worden wäre. Der hat jetzt nur 1904. So, wir machen trotzdem jetzt einen Feuerregen. Ob da jetzt die Faust drauf ist oder nicht, macht jetzt auch den Braten gerade nicht so fett. Wäre cool, wenn ich jetzt gleich noch einen Meteor in der Tasche hätte. Nicht wieder die Verbindung hier verloren gehen, Leute. Dann ärgere ich mich. So, absorbieren. Zack. Mal gucken, wie lange mein Begleiter es noch aushält. Kritisch, Kevin? Zufällig? Schade. Egal. Was soll's. Ist jetzt ein ganz einfacher Angriff. Okay, das war wirklich schlecht, aber egal. Der müsste theoretisch durch den runden Zauber kaputt gehen. Ein Pip erhalten? Ach, das ist die Ermächtigung. Ja klar doch. I can remember. So, ich mache mir jetzt mal hier mal ein Schildchen drauf. Das ist eine gute... Gute Idee. Ja, lässt kaputt durch den roten Zauber später. Oh. Die Frau hat ja schon lange nicht mehr. Na gut, Freunde, dann sehen wir in der nächsten Folge, ob ich das hier schaffe. Natürlich schaffe ich das. Ich habe mir jetzt Gehilfen geholt und dann klappt das auch. Naja, wir warten jetzt natürlich erstmal ab, bis hier die Runde vorbei ist.
bis hier der Waldfürst sein Zinnober beendet hat. Hm, kritisch. Nicht schlecht. Oh, 809. Cool. Hm, danke. Sehr gut. So, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.